Da sind wir wieder in alter Feiertagsfrische. Hallo für alle Spätzeitler. Dankeschön. Wenn die Seele krank ist, macht sich in der Regel sofort der Körper bemerkbar. Zum Beispiel in Form einer Akne. In ganz besonderer, hässlicher Art und Weise zeigt sich auf der Haut, dass uns vieles einfach unter die Haut geht. Und die einzig erfolgversprechende Methode scheint zu sein, das Übel gleich an beiden Wurzeln zu packen. Das heißt, mit Leib und Seele zu behandeln. Wenn der Blick in den Spiegel zum Albtraum wird, hilft weder die fingerdicke Make-up-Schicht noch der Abdeckstift. Das Problem sitzt tiefer. Nur der kleinste Teil ist sichtbar. Darunter sieht es aus wie in einem Vulkan. Der weiße Kern ist ein etwa ein Jahr alter Mitesser. Er ist von Eiter, hier lila dargestellt, eingeschlossen. Das tut weh und lässt sich nicht einfach wegschrubben. Akne ist ein solches Spektrum, dass das Minimale, die geringe Ausprägung, sozusagen ein Schönheitsfehler sein kann. Aber die schweren und besonders schweren Verläufe, die zählen dann zur Krankheit. Akne-Sprechstunde in seiner Abteilung. Ob Antibiotika, Hormone oder Schälkuren. Eine seriöse Behandlung ist langwierig und oft unangenehm. Was war denn unangenehm? Ja, ich würde sagen, es hat gebrannt oder gejuckt? Ja, beides. Ohne Fleiß kein Preis. Ohne Einsatz, ohne Irritation keine gute Aknebehandlung. Medikamente, die nichts tun an der Haut, die nicht irritieren, die die Haut nicht rot machen, die auch nicht brennen, sind eigentlich wirkungslos. Und bei diesem Frust darf man sich nicht mal trösten. Chips sind für die Katz, weil man von allem, was gut schmeckt, doch angeblich Pickel kriegt. Das alles stammt aus, wirklich aus dem Mittelalter unserer Medizin. Und zusammengefasst, Akne kann man nicht, wenn sie vorhanden ist, durch eine Diät beseitigen. Und durch eine Diät kann man auch nicht verhindern, dass eine Akne auftritt. Selbstdisziplin ist eher im Bad angesagt. Viele rücken zu dicht an den Spiegel. Jeder Mitesser wirkt riesig. Eine zwanghafte Ausdrückorgie beginnt. So entstehen Entzündungen und Narben auch auf fast gesunder Haut. Hinter dieser Knibbelakne stecken oft seelische Probleme. In schweren Fällen hilft nur Psychotherapie. In leichten Spiegelentzug. Leicht gesagt, verdammt schwer getan, wenn dann nicht die vielen anderen wären, die einen mitunter sogar regelrecht anstarren. Wir wollen jetzt drüber reden mit Professor Dr. Gerd Plewig. Man nennt ihn auch den Akne-Papst in Deutschland. Dr. Uwe Gehler, der wiederum ist Hautarzt und Psychotherapeut. Und er hat einen Patienten mitgebracht, Peter Klein. Herzlich willkommen. Herr Klein, es gab eine Zeit in Ihrem Leben, da war die Akne besonders schlimm. Ja. Wann war das? Das war die Zeit, als ich noch als Speditionskaufmann tätig war. Und die Arbeit hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe einen Vorgesetzten bekommen, mit dem ich überhaupt nicht zurechtkam. Und ich bin praktisch morgens schon mit Frust an die Arbeit gegangen. Und da kam die Akne dann richtig zum Ausbruch. War Ihnen das zu diesem Zeitpunkt klar, dass das irgendwie an Ihrem Job lag und an Ihrem Chef oder noch gar nicht so? Eigentlich noch nicht. Ich hatte während dieser Zeit und kurz davor mehrere, ich möchte mal sagen, Therapieversuche der herkömmlichen Art gemacht bei verschiedenen Hautärzten. Bin dann über eine Bekannte an Dr. Gehler gekommen und nach einem längeren Gespräch wurde mir eigentlich mehr und mehr klar, dass es mit auch daran liegen könnte. Und habe dann parallel zu der herkömmlichen Akne-Therapie bei Herrn Dr. Gehler noch eine Psychotherapie begonnen. Und als Sie wussten, dass es daran liegen könnte, haben Sie Konsequenzen gezogen. Weg aus dem Job und in Ihren Wunschtraum rein ein Sportstudium. Genau. Ergebnis? Ja. Ich bin zufrieden. Also ich habe jetzt im Sommersemester begonnen, das Sportstudium, und ich bin durchaus zufrieden. Und die Akne ist noch nicht ganz ausgeheilt, wie man sieht, aber der Erfolg ist stetiger, also es wird immer besser und es gibt auch praktisch keine Rückschläge mehr. Herr Dr. Gehler, gibt es besonders disponierte Menschen? Also wenn Sie Leib und Seele behandeln in diesem Augenblick, gibt es einen akneanfälligen Typ und wie ist der? Nein, den gibt es sicher überhaupt nicht. Also das ist nicht so, dass man sagen kann, dieser Mensch ist besonders anfällig und dieser ist nicht besonders anfällig. Wir haben, Professor Plewig wird das sicher noch sagen, mehr genetische Voraussetzungen, die sicherlich eine Akne eher herausbringen können. Aber wie wir eben gehört haben, ist eigentlich das Problem Akne von der persönlichen Seite her etwas, was damit zu tun hat, ob ich mit der Akne leben kann oder nicht. Und deswegen gibt es Menschen, die mit einer schweren Akne herumlaufen und nicht drunter leiden,
Und es gibt Leute, die eine minimale Akne haben und so darunter leiden, dass sie sich umbringen. Aber es gibt Lebensumstände, wie zum Beispiel im Fall von Herrn Klein, die, wenn man sie ändert, doch ein besseres Resultat bringen. Das ist völlig richtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir eben eine gezielte und medizinisch ausreichende Akne-Therapie machen. Die wird in den meisten Fällen auch helfen und ausreichen. Wir müssen aber eben auch die Fälle herauspicken, die eine Erweiterung bedürfen und wo eben eine normale Aknebehandlung nicht mehr ausreicht. Herr Professor Plewig, nun sind ja nun gerade diese blöden Pickel immer an der Stelle, wo man sie auch noch exponiert sieht, nämlich im Gesicht. Kann ja auch sein, dass sie sonst wo am Körper noch sind. Das interessieren Sie ja zunächst keinen. Das bringt ja auch für den Patienten eine enorme Belastung mit sich. Er zeigt ja etwas, was nicht in die Schönheitsnorm gehört. Wie gehen Sie denn das Thema an in der Behandlung, dass jemand depressiv ist, fertig ist? Wir versuchen ja durch die Behandlung den Patienten von diesem Übel, was er an der Haut hat, was ihn ja so plagt, was ihn so zeichnet und auch sozial so oft ausdrängt, ausklammert, zu befreien. Und oftmals machen wir auch Mut, wir haben auch Grund, Mut zu machen, weil die Behandlungsmöglichkeiten ja so gut geworden sind, dass wir Bilder zeigen von einem Patienten, die wir früher behandelt haben. Und wenn er das sieht, dann hat er ein Aha-Erlebnis, er freut sich darüber und dann ist er auch sehr bereit, eine solche Behandlung mitzumachen. Es gehört natürlich auch eine Menge Zeit unter Umständen dazu. Eine Akne ist nicht innerhalb von 14 Tagen auskuriert. Ja. Und es sind doch sicher auch Behandlungsmethoden, die wehtun, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist richtig. Die Aknebehandlung erfordert eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Patienten und dem Arzt. Und viele Behandlungen erfordern auch, dass man etwas in Kauf nimmt. Bei einer Schälbehandlung, das kann brennen, das kann jucken, das kann die Gesichtshaut vorübergehend sogar schlechter machen. Oder wenn man Medikamente innerlich einnehmen muss, muss man gewisse Risiken tragen, über die wir als Ärzte den Patienten natürlich aufklären müssen. Das heißt Hormone zum Beispiel? Hormone, andere Medikamente gibt es, die sehr wirksam sind, aber die auch eine berechenbare Risikowirkung in sich haben, eine Nebenwirkungsmöglichkeit. Nun gibt es auch viele Menschen, die, wenn sie die Pickel entdecken haben und nicht mehr loswerden, sagen, ich gehe zu einer Kosmetikerin, weil die auch auf Tiefenreinigung spezialisiert ist und irgendwie mit Unreinheiten in der Haut fertig wird. Ist das der richtige Platz? Das kann der richtige Platz sein. Denn sehr viele Menschen gehen in ihrer Jugend oder im jüngeren Erwachsenenalter durch diese Phase der Akne durch. Und nicht jeder dieser Menschen geht zu einem Arzt oder zu einem Hautarzt. Und viele gehen zu einer Kosmetikerin und wir haben in vielen Arztpraxen, Hautarztpraxen oder den Kliniken, auch Kosmetikerinnen, die mit uns arbeiten. Medizinische Kosmetikerinnen, die unter unserer Anleitung Hervorragendes schaffen können, leisten können. Frau Hartmann, ich glaube, Sie haben sich mehrfach in kosmetische Behandlung begeben und tun das noch. Wenn Sie jetzt so zur Kosmetikerin gehen, das kostet ja Geld, kriegen Sie das von der Krankenkasse zurückerstattet? Ja, also ich muss sagen, das ist medizinische Kosmetik, also die ist vom Arzt. Praktisch verschrieben und das kriege ich dann also von der Krankenkasse erstattet. Ganz ehrlich, gab es nicht auch so eine Vielzahl von Mittelchen, für die ja auch sehr zum Teil aggressiv geworben wird, wo Sie gedacht haben, ach, das kaufe ich mir jetzt eben schnell auch mal und probiere es aus? Eigentlich weniger, weil ich bin eigentlich skeptisch und ich habe also schon also teilweise auch Sachen ausprobiert, aber ich muss sagen, ich habe jetzt Produkte, bei denen ich jetzt auch bleibe und die auch wirklich sehr gut sind. Also ich bin jetzt nicht auf Werbung, sag ich mal, drauf gesprungen, die jetzt hilft. Also ich habe dann auch andere Leute auch zu Rate gezogen, welche Kosmetik ich mir jetzt kaufen soll. Gibt es Situationen in Ihrem Leben, wo Sie praktisch die Pickel sprießen fühlen können, wenn Sie sich besonders aufregen oder, ja? Ja, gibt es. Wie sind die so? Ja, vor Prüfungen oder sowas oder wenn ich anderen Stress habe oder so, dann merke ich das schon, dass also Pickel kommen auch. Ist Stress ein Aknefaktor? Ein sekundärer Faktor, primär nicht, denn die Akne hat erkennbare Ursachen, die heute gut abgeklärt sind. Aber wir wissen, dass vor solchen Situationen, wie die Patientin das eben auch der Gast geschildert hat, dass es eben Aufblühen einer Akne gibt. Häufig ist das aber der Finger, der eben am Gesicht gearbeitet hat, oft auch im Unterbewusstsein. Nun wird ja oft immer so diese porentiefe Reinigung propagiert. Dann kriegt man so den Eindruck, also ich habe jetzt Pickel oder ein paar Pickel in der Pubertät zum Beispiel und jetzt wasche ich mich nicht genug. Es gibt ja so viele schöne, fette Vorurteile über Akne, die einfach sitzen. Sei es die Ernährung, die haben wir im Film gezeigt, oder auch diese porentiefe Pflege. Wie wichtig ist die? Die Erkrankung sitzt porentief, das ist richtig. Die sitzt ja nicht an der Oberfläche. Aber kriege ich die mit einer Waschcreme da raus? Nein. Nicht? Nein, das ist sicherlich nicht der Fall. Die Waschcreme ist ja nur gedacht, um das Äußerliche, die fettige Haut oder die sonstigen Beschwerden der Akne äußerlich zu lindern. Aber die Ursache der Erkrankung, die ja in der Tiefe
diese Hautfollikel sitzen, die ist mit einer Waschlotion oder mit Reinigungsmaßnahmen nicht zu beseitigen. Aber es gehört zum Programm dazu. Herr Dr. Giel, haben Sie als Jugendliche Probleme mit Akne gehabt? Ich habe auch Probleme mit Akne gehabt. Meine Eltern haben mich zum Arzt geschleppt und er hat genau das gemacht, was immer passiert. Er hat gesagt, nimm die Salbe und mich wieder weggeschickt. Und ich fühlte mich überhaupt nicht angenommen und hatte das Gefühl, vielleicht bin ich auch deswegen unter anderem Psychotherapeut geworden, dass ich denke, das ist etwas, was ich nicht tolerieren kann. Also haben die Mädchen gesagt, Iba? Oder? Na, so schlimm war es bei mir nicht, aber wir wissen aus Umfragen, dass 40% aller Patienten mit der Aknebehandlung nicht zufrieden sind mit uns Ärzten. Und ich denke, das ist ein Warnsignal, was wir annehmen müssen, wenn sehr viele wechseln. Wir wissen auch dass aus Studien, dass 50% non-compliant sind. Das bedeutet, dass also 50% die Salben, die wir aufschreiben, eigentlich gar nicht nehmen. Und das ist das Hauptproblem. Herr Plewig hat es ja genau gesagt. Wir haben gute Mittel und die wirken auch hervorragend. Und die medizinische Anwendung ist hervorragend, aber wir haben große Schwierigkeiten, dass der Akne-Patient mit uns zusammenarbeitet. Und das ist das Hauptproblem. Und das ist auch ein psychisches. Frau Rau, wie lange, seit wie vielen Jahren leiden Sie an Akne? Mit 16 Jahren habe ich die ersten Pickel bekommen. Dann, jetzt werde ich 52 und das habe ich mitgeschleppt. Ich habe wahrscheinlich auch eine falsche Behandlung gehabt und es ist sehr schlimm mit mir. Und im September gehe ich in eine Klinik, lasse mich stationär handeln und ich hoffe, dass mir da geholfen wird. Sie sagen gerade, es sei sehr schlimm mit Ihnen. Das würde ich Ihnen auch wirklich gerne glauben. Ist das für Ihr ganzes Leben so etwas gewesen? Sie sagten ja auch, Sie hätten es mitgeschleppt, was Sie in Ihren zwischenmenschlichen Beziehungen nie losgeworden sind. Bin ich nie losgeworden, nein. Würden Sie sagen, das ist der Grund, warum Sie zum Beispiel heute nicht verheiratet sind? Oder einer der Gründe? Ist auch ein Grund, ja. Wer akzeptiert Sie denn mal unabhängig davon? Und das ist jetzt kein Schmus, den ich rede. Also ich finde, dass Sie jetzt nicht tierisch viele Pickel haben. Gibt es nur ein paar Menschen, die Sie akzeptieren? Quatschen Sie viele blöd an? Wie sieht das aus im Alltag? Na, anreden tun sie mich nicht, aber sie starren mich an. Und das ist normal. Und ich denke mir immer dabei, sei froh, dass du dies nicht hast, was ich im Gesicht habe. Gell? Und wie gesagt, es ist nicht leicht, damit zu leben. Wir sind wieder beim Gesicht, Professor Plewig. Dieses sich ablenken vom Gesicht, dieses sich nicht konzentrieren auf die Pickel, was natürlich auch in diesen Quetschorgien endet. Wie erziehen Sie Patienten um oder wie vermitteln Sie ihnen ein anderes Lebensgefühl? Wir bauen oder versuchen Brücken zu bauen, über die dieser Patient gehen kann, um aus diesem Kreislauf herauszukommen. Eine Methode ist zum Beispiel, dass wir bei einer ärztlichen Konsultation ausführlich darüber sprechen und die Zahl der Kratzstellen, die der Patient gerade hat, auszählen und sagen, beim nächsten Besuch wollen wir ablesen, ob sie es geschafft haben, weniger im Gesicht zu haben. Er wird nicht zurückkommen und hat keine mehr. Das kann man nicht erwarten. Aber so kleine Tricks, die der Patient anwenden kann, um sich selbst Mut zu machen und natürlich unterstützt durch die Behandlung, die wir ihm geben, das bringt dann über die Runden. Herr Klein, wie lange waren Sie in Therapie bzw. in ärztlicher Behandlung? Also bei Herrn Dr. Gieler bin ich jetzt seit ungefähr, ja ich glaube sogar ziemlich genau einem Jahr. Und in psychotherapeutischer Behandlung, die habe ich erst später angefangen. Mhm. Also ich habe mich so ein bisschen drumherum gedrückt. Ist klar, ist ja für niemanden zunächst mal was Angenehmes, ne? Genau. Das sind wir noch gar nicht so gewöhnt. Genau, und es hat also dann, nachdem ich die Therapie bei Dr. Gieler begonnen hat, doch noch, ich würde mal sagen, 3-4 Monate gedauert, bis ich mich dann auch wirklich zur Psychotherapie als Begleitmaßnahme entschlossen habe. Und die läuft noch. Mhm. Ja. Also eins weiß man jetzt, Zeit, Geduld und nach Möglichkeit zum Arzt nicht, weil sie dann mehr verdienen, sondern weil man das alleine nicht auf die Reihe kriegt. Richtig wiedergegeben? Ja, obwohl ich auch sagen muss, es gibt viele Patienten, die in kurzer Zeit hervorragende Ergebnisse erzielen, die schon nach wenigen Wochen ihre Akne los sind. Und die Medikamente, die wir heute zur Verfügung haben, sind ja wirklich wirksam. Wenn man die Geschichte der Medikamente ansieht, bis etwa 1965, hat es keine wirksamen Medikamente zur Akne-Therapie bekommen. Und die älteren Damen und Herren, die hier sitzen, die wissen das vielleicht, was man früher alles mit denen gemacht hat. Mhm. Und seit dieser Zeit sind sehr viele wirksame Medikamente eingeführt worden. Und ich glaube, das ist ein Segen. Und wir sollten Mut machen den Patienten und sie nicht vertrösten auf lange Zeit. Man kann auch in kurzer Zeit sehr viel Gutes erreichen. Toll. Ich danke Ihnen herzlich. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Tschüss.
Applaus